Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zu unserem heutigen Medienkommentar. Bereits seit über 3 Wochen befinden sich die von der Donetsker Volkswehr ausgehändigten Flugschreiber der in der Ostukraine abgestürzten malaysischen Passagiermaschine nun in der Hand internationaler Experten. Obwohl diese zu den wichtigsten Beweismitteln zählenden Aufzeichnungsgeräte unbeschädigt sind und offensichtlich auch nicht nachträglich manipuliert wurden, erhielt die Öffentlichkeit bisher keinerlei Untersuchungsergebnisse. Dies ist nicht nur merkwürdig, sondern mittlerweile extrem auffällig, denn damit wird Tag für Tag deutlicher, dass die genaue Ursache des Absturzes von MH17 offenbar gar nicht aufgeklärt, sondern bewusst vertuscht werden soll. Auch auf die 10 kritischen Fragen der russischen Regierung zu den Ungereimtheiten des Flugzeugabsturzes, die Sie in unserer Klar-TV-Sendung vom 23. Juli finden können, blieb der Westen, namentlich die US-Regierung, bis heute jede Antwort schuldig. Der Umstand, dass wir gar nichts hören, lässt vermuten, dass der Flugschreiber genau das belegt, was mittlerweile als höchstwahrscheinlich gilt, nämlich ein Abschuss durch ukrainische Kampfjets. Möglicherweise sind auf dem Flugschreiber die angsterfüllten Notrufe der Cockpit-Besatzung, vielleicht deren Todesschrei zu hören. Wenn Experten und höchste Regierungskreise jedoch schweigen, wird es Zeit, von anderer Seite Licht in die Frage zu bringen, wer oder was ist wirklich verantwortlich für den Absturz von MH17 und den Tod von 300 Zivilisten. Hier einige Hintergrundinformationen, die in der öffentlichen Berichterstattung bisher weitgehend verschwiegen wurden. Ein OSZE-Untersuchungsteam stellte bereits fest, dass Teile des Rumpfes der MH17 mit Löchern übersät sind, die nur von Geschossen aus größeren Maschinengewehren stammen können. Der ukrainische Kampfjet Su-25 verfügt über eine entsprechende bordeigene Schnellfeuerkanone. Typische Beschädigungen sind auch von malaysischen Flugsicherheitsexperten festgestellt worden. Einschüsse in das Cockpit, die sich an dem Wrackteil genau nachvollziehen lassen, sind sehr wahrscheinlich auf dem Flugschreiber zu hören. Das Untersuchungsteam der OSZE hat hingegen keine Beweise dafür gefunden, dass die Maschine mit einer auf dem Boden gezündeten Luftabwehrrakete abgeschossen wurde, wie es das Weiße Haus in offiziellen Erklärungen behauptet hatte. Doch was könnte ukrainische Kampfjetpiloten dazu bringen, dem wahnsinnigen Befehl zum Abschuss einer ausländischen Passagiermaschine tatsächlich Folge zu leisten? Laut dem russischen Fernsehsender Russia Today, der sich auf die russische Nachrichtenagentur Interfax beruft, hätte der Angriff auf MH17 eigentlich der Regierungsmaschine von Wladimir Putin gegolten. Der russische Präsident befand sich am 17. Juli auf dem Rückflug vom BRICS-Treffen in Brasilien und soll die Route von MH17 kurz vor 17 Uhr, also rund 20 Minuten vor dem Absturz der malaysischen Maschine, in einer Höhe von 10.100 Metern nahe Warschau gekreuzt haben. Da die Regierungsmaschine Putins eine ganz ähnliche Form und Lackierung wie die malaysische Airline in den Farben Weiß, Blau, Rot hat, könnten die ausführenden ukrainischen Kampfjet-Piloten demnach Befehl erhalten haben, die malaysische Passagiermaschine anzugreifen und gleichzeitig der Annahme sein, es handle sich um die Regierungsmaschine Putins. Weshalb aber trifft es ausgerechnet und wiederholt die kleine malaysische Airline, die nur über wenige Großraumflugzeuge verfügt? Ein malaysisches Gerichtsurteil aus dem Jahr 2012 lässt aufhorchen. Darin werden Tony Blair, der ehemalige britische Premierminister, und George Bush, ehemaliger US-Präsident, in deren Abwesenheit als Kriegsverbrecher aufgrund der gefälschten Beweise für einen Kriegseinsatz gegen den Irak im Jahr 2003 verurteilt. Das Kriegsverbrechertribunal von Kuala Lumpur war auf Initiative des früheren Ministerpräsidenten von Malaysia entstanden. Im Jahr 2013 verurteilte dasselbe Tribunal Bush und 7 weitere Personen aus seiner Regierung zudem wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Nachdem hochrangige UN-Beamte die Zeugenberichte von ehemaligen Gefangenen im Irak und in Guantanamo bestätigt hatten.
Malaysia hat sich übrigens gegenüber der Spitze des westlichen Machtblocks, den USA, nicht nur einmal schlecht benommen. Auch mit der Einführung einer eigenen edelmetallgedeckten und dollarunabhängigen Währung im Jahr 2010 hatte man sich bereits den grundlegenden Spielregeln der westlichen Finanzelite widersetzt. Natürlich sind diese Hintergrundinformationen letztlich keine Beweise, wohl aber wichtige Hinweise darauf, dass es sich bei dem Absturz von MH17 und dem ominösen Verschwinden von MH370 bereits im März 2014 durchaus nicht um einen Zufall gehandelt haben könnte, sondern eher um eine gezielt geplante Reaktion und Einschüchterung. Wenn innerhalb weniger Monate ein und dieselbe Airline, die staatliche Malaysian Air, getroffen wird, gilt es unbedingt, die Hintergründe genauestens zu untersuchen. Insbesondere eine unverzügliche und lückenlose Auswertung der Flugschreiber unter den Augen unabhängiger internationaler Experten hätte durchgeführt werden müssen. Da dies aber nicht geschieht, bleibt der Absturz von MH17, eine Boeing 777, am 17.07., kurz nach 17.17 Uhr, bis heute eine tragische Katastrophe, welche die Massenmedien weiter dazu nutzen, um sie den sogenannten prorussischen Separatisten und letztlich Wladimir Putin in die Schuhe zu schieben und diese als die eigentliche Gefahr hinzustellen. Bitte helfen Sie daher mit, die wahren Kriegstreiber und Terrorkommandos aufzudecken, indem Sie diese Sendung weiterverbreiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr waches Mitdenken. Guten Abend, meine Damen und Herren auf KlarTV. Heute mit einem brisanten Thema. Die Schuldigen für den Absturz der malaysischen Boeing in der Ostukraine mit 300 Toten scheinen für europäische Politiker bereits jetzt, also bevor Experten den Vorfall richtig aufklären konnten, festzustehen. Die Anklage gegen die Separatisten und Russland fußt allerdings bis dato nicht auf harten Fakten, sondern lediglich auf diffusen Mutmaßungen und Spekulationen, während bereits nach schmerzhaften Wirtschaftssanktionen gegen Russland gerufen wird. Russland seinerseits hat den Westen gemahnt, zur nüchternen Wahrheitsfindung über die Absturzursache von MH17 beizutragen und folgende 10 Fragen zu beantworten. Erstens: Warum hat der Flug MH17 den internationalen Flugkorridor kurz vor der Katastrophe verlassen? Zweitens: War das Verlassen der Flugroute ein Navigationsfehler oder folgte die Crew den Instruktionen der ukrainischen Luftverkehrskontrolle in Dnipropetrovsk? Die Abweichung zum linken Rand des internationalen Korridors betrug kurz vor Abschuss bis zu 14 Kilometer. Drittens: Warum wurde im von der ukrainischen Armee kontrollierten Gebiet der Ostukraine eine große Anzahl von Luftverteidigungssystemen stationiert, obwohl die Separatisten keine Flugzeuge haben? Wofür werden solche Systeme denn gebraucht? Viertens: Warum stationierte die ukrainische Armee an den Rändern des von ihr kontrollierten Gebietes unmittelbar vor der Tragödie sogenannte Buk-Waffensysteme? Zur Erklärung: Ein Buk-System besteht aus Radar- und Kommandofahrzeugen sowie aus Startfahrzeugen mit je 4 Raketen. Russische Luftaufnahmen beweisen verdächtige Verschiebungen solcher Waffensysteme unmittelbar vor der Katastrophe. Fünftens: Am Tag des Crashs verstärkte Kiew die Aktivität sogenannter Kupol M1-9S-18 Radarsysteme. Das sind Schlüsselkomponenten der Buk-Raketenwerfer. Warum? Sechstens: Was suchte ein ukrainischer Militärjet auf einer Route, die für zivile Flüge reserviert ist? Siebtens: Warum näherte sich der Militärjet dem Passagierflugzeug kurz vor der Katastrophe bis auf 3 bis 5 Kilometer? Die ukrainischen Su-25 Kampfjets sind standardmäßig mit R-60 Luft-zu-Luft-Raketen ausgestattet, die auf eine Distanz von 5 Kilometern eine garantierte Treffsicherheit haben. Achtens: In den westlichen Medien kursiert ein Video, das den angeblichen Abtransport eines Buk-Raketenwerfers nach Russland direkt nach dem Abschuss des Flugzeugs zeigen soll.
Doch das Video zeigt den Lastwagen in der Straße einer Stadt, die bereits seit Mai 2014 von der ukrainischen Armee kontrolliert wird. Wohin wurde der Raketenwerfer nun wirklich gebracht? 9. Wo steht der Raketenwerfer jetzt? Warum fehlen einige Geschosse darauf? Und zu welchem Zeitpunkt feuerte dieser Raketenwerfer zum letzten Mal eine Rakete ab? 10. Warum haben US-Offizielle bisher Beweise unterschlagen, die nahelegen, dass MH17 durch eine Rakete des ukrainischen Militärs abgeschossen wurde? Exakt zum Zeitpunkt, als der malaysische Jet abstürzte, überflog ein US-Satellit die südöstliche Ukraine. Nebenbei bemerkt, ein Satellit, der die Starts von Raketen verschiedener Reichweiten überwachen kann. Ob Zufall oder nicht, es wurde durch diesen Satelliten exaktes Bildmaterial des Vorfalls aufgenommen. Die Amerikaner müssen es zum Zweck der Aufklärung veröffentlichen. Meine Damen und Herren, es bleibt nun abzuwarten, ob die ukrainische Regierung und die hinter ihr operierenden US-Dienste überzeugende Antworten auf diese deutlichen Fragen liefern können. Die USA haben bisher lediglich einigen wenigen ausgewählten Journalisten Geheimdienstunterlagen zum Abschuss von MH17 zugespielt und mussten eingestehen, dass sie eine direkte Beteiligung Russlands nicht nachweisen können. Warum werden solch wichtige Beweismaterialien lediglich an ausgewählte Journalisten und nicht an die Weltöffentlichkeit gebracht? Und warum gehen die USA auf Russlands 10 Fragen bisher nicht ein? KlarTV hat bereits vor Wochen davor gewarnt, dass sich der Ukraine-Konflikt durch einen Terroranschlag unter falscher Flagge plötzlich verschärfen könnte. Könnte es sein, dass dies nun beim tragischen Absturz von Flug MH17 geschehen ist? Danke, dass Sie unsere Gegenstimme zu den Ereignissen in der Ukraine aufmerksam verfolgen. Sie können uns unterstützen, indem Sie Freunde und Bekannte auf diesen Sender aufmerksam machen, und vielen Dank. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.